Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ihr seht, wir sind noch in der Eifel, wobei ihr hier nicht wirklich was erkennen würdet. Guten Tag. Und jetzt geht's in A-Teil und dann nehmen wir euch natürlich mit. Ja, was soll man sagen? Wir haben lecker gefrühstückt, wir haben uns fertig gemacht, wir haben alles erledigt, was man erledigen musste. Und jetzt wollen wir ins Ahrtal fahren. Jetzt gehen wir noch ein Fazit zu dem Stellplatz aus dem letzten Teil, weil wir sind ja immer noch hier. Richtig ruhig, alle Daumen nach oben, die wir nur haben. Das denke ich auch. Also es war richtig toll. Also es kommen ab und zu mal Leute hier vorbei, die halt Gassi gehen. Es ist so ein Wanderparkplatz, wobei wir uns fragen müssen, wo soll man wandern? Okay, man kann hier durch die Wälder wandern. Sonst ist vielleicht kann man in die Richtung zu diesem Teleskop wandern oder sowas. Das ist zwar schon noch ein Stückchen, aber ich glaube, es ist, glaube ich, machbar. Das auf jeden Fall. Vielleicht, also, ich würde schätzen, das sind ungefähr so 2 Kilometer hin. Und ja. Aber so es geht in den Wald und dann geht es bergab. Also richtig. Das geht dann richtig steil runter. Also es ist wirklich eine Wanderroute. Ja, wir wollen jetzt ins Ahrtal und wollen eine neue Folge von den Stellplatzguide drehen, damit wir einfach auch doch mal was anderes noch darstellen können. Und ja, wir sind gespannt. Vielleicht kommen wir an diesem Radioteleskop auch nochmal so vorbei. Wir wissen noch nicht, wie die Straße da lang läuft. Mal gucken. Dann zeigen wir es vielleicht nochmal vom Nahen. Ja, und sonst melden wir uns aus dem Ahrtal wieder. Ich glaube, ich sehe eine Schüssel. Genau, eine ganz große Salatschüssel. Frage mich, was mache ich denn dann jetzt hier? Verstehe ich gar nicht. Auf jeden Fall. Ich mache gleich mal Dressing. Ist das hier das Radioteleskop Effelsberg mitten in der Eifel? Ja. Und das ist schon ganz schön imposant, dieses Teil. Wie ich jetzt verstanden habe, will der Herr da zu der Seite jetzt noch da runterlaufen. Und dann wahrscheinlich mal den Blick so nach oben werfen. Naja. Ja, man muss ja auch mal sich das von unten genau angucken. Nach oben. Ja, gut, inspizieren. Werden wir das machen. Wir sind aber so nett. Ihr müsst es nicht laufen. Wir laufen das für euch. Und wir nehmen euch einfach mit. Ihr müsst aber nicht laufen. Ne? Das heißt, das nächste, was ihr seht, ist dann der Blick von oben. Ihr müsst diesen ganzen von Weg... Von unten nach oben. So, wir gehen den Weg da runter und wenn wir da unten sind, dann seht ihr schon, was da oben ist. Habt ihr das verstanden? Nee, dann müsst ihr warten, bis es gleich Klatsch macht. Und zwar hier. So, und wie ihr seht, seht ihr jetzt nichts mehr, weil... Ist ja, ein bisschen groß. Ist ein bisschen groß. Es ist schon imposant und sehr gigantisch, aber... Ja. Wenn man sich überlegt, dass das ja alles nur ein Stahl ist, ne? Also was da für Konstruktion alles möglich ist. Da sind ein paar Tonnen verbaut, definitiv. Aber wir wollen euch das mal ein bisschen einschwenken hier. Genau. We'll be right back.
Wir hoffen, euch haben die Bilder gefallen vom Radioteleskop in Effelsberg. Ach, schon wieder vergessen. Wir blenden es euch ein. Ist auf jeden Fall lohnenswert, hier mal her. Aber es geht runter, kein Problem, aber dann natürlich auch wieder ordentlich wieder hoch. Ne? Damit muss man rechnen. Also ja. Fußweg waren ungefähr so eine Strecke 800 Meter, also 800 Meter runter, als auch 800 Meter natürlich dann wieder rauf. Ja, aber wunderschön. Man kann auch da noch weiter wandern gehen. Da gibt es viele Sachen. Für die Kinder ist es sehr interessant, weil sie haben einzelne Informationsschilder, wo halt die einzelnen Planeten vorgestellt werden. Also das lohnt sich schon sehr, sehr, sehr hierher zu kommen. Gerade das haben sie gut gemacht, ja. Kostenfrei. Ihr bezahlt nichts hier. Genau. Und normalerweise außerhalb der Corona-Zeit ist sogar ein Imbiss, da kann man sich ein bisschen stärken. Und ja, also viele Sachen, die sie hier anbieten. Also wir empfehlen euch, kommt einfach mal hierher. Ein Ausflug wert. Daumen hoch. Und noch ein und noch ein und noch ein und genau. Noch ein. Ich glaube, jetzt sind wir bei 5 oder bei 6. Ich habe nicht mitgezählt. Wir werden jetzt weiter in die Eifel fahren, also sprich das, was wir geplant haben. Aber man musste ja anhalten, das ging einfach nicht anders. Ja. Und jetzt fahren wir weiter in die Eifel, an die A. Völlig durch den Wind. Wahrscheinlich bin ich jetzt verstrahlt durch die ganze Teleskope. Glaube ich nicht. Auf jeden Fall waren die A, wollen dort, wie gesagt, Filme drehen für den nächsten Stellplatz-Guide. Und ja, mal sehen, was wir noch so machen. Um 14 Uhr haben wir ja einen wichtigen Termin heute, ne? So ist es. Den wollen wir nicht verpassen. Auf keinen Fall. Und deshalb werden wir jetzt losstarten. Wir sind jetzt in Altenahr angekommen und werden jetzt anfangen, ein Video zu drehen. Das heißt, zeigen wir euch erstmal das hier. Ich fahre noch nie in Altenahr. Also bin schon durchgefahren, aber habe noch nie wirklich hier das angeguckt und denke, wie schön ist das denn hier? Ja, also sehr richtig schön alt und ja, rustikal. Ja. Halt so richtig typisch die A-Region, also mit einer schönen Burg, darüber, da kann man auch raufwandern. Genau, und das dann ist ein bisschen, die Burg Aare, ne? Genau, so ist es. Und da kann man dann dementsprechend auch Päuschen machen oben und so weiter. Gut, jetzt in Corona-Zeiten, glaube ich, weiß gar nicht, ob es da einen Kiosk gab, da bin ich mir gerade nicht mehr aber sicher. Aber man kann hochgehen, man kann sein eigenes Wasser mitnehmen und dann genau. Vielleicht einen Keks oder sowas essen. Zum Beispiel. Wir werden jetzt anfangen und werden jetzt unsere Stellplatz-Guide Ahrtal machen. Und wenn wir fertig sind, ja, dann werden wir euch berichten, ob es was geworden ist oder nicht. Korrekt. Bis dahin. Wir haben unsere Stellplatz-Guide-Tour unterbrochen. Zur Hälfte beendet, würde ich sagen. Zumindest für die erste Folge. Wir drehen ja tatsächlich 2 Folgen. So der Plan. Wir werden natürlich wissen, ob das so kommt. Wir sind jetzt in Rech angekommen. Und stehen auf einem der Plätze, die wir vorgestellt haben oder vorstellen werden. Wir müssen ja immer so, wir wissen ja noch nicht, wann die Videos so genau kommen. Und wir waren schon einkaufen. Ja. Weil um 14 Uhr haben wir eine Weinprobe wieder mal in unserem Weingut bei Oschel. Weil es sind Weißweine rausgekommen, die wir auf jeden Fall noch probieren wollen. Und dann wird am Sonntag wieder stark zugelastet. Gott sei Dank können wir 250 Kilo immer mitnehmen. Das ist gut so, ja. Das heißt, Pi mal Daumen 250 Liter, kann man so fast sagen, ne? Ja. Ja. Wir werden jetzt lecker etwas machen. Selbst gekauft. Vielleicht trotzdem Werbung, weil ihr wisst, wo gut und günstig gibt. Aber da kommen dann die Erdbeeren drauf. Genau. Lecker, lecker. Also nicht nur diese Fake-Erdbeeren, sondern kommen richtige Erdbeeren drauf. Und das werden wir uns jetzt genießen, weil wir haben jetzt noch gut 1,5 Stunden Zeit und die werden wir tatsächlich auch hier vorne genießen. Wir werden den Tisch aufstellen, wir werden draußen sitzen, weil es ist richtig schönes Wetter. Und auch warm, wenn die Sonne ist. Wir ziehen zwar noch ein Jäckchen an, aber trotz allem ist es richtig schön. Es ist der Wind zwischendurch mal, aber alles gut. Wir haben jetzt gerade einen richtig lecker Erdbeerkuchen gehabt. Ja, ein paar Bilder können wir euch ja nochmal einblenden. Ja, und dann haben wir ja so ein neues Gerät an Bord. So ein Shopper, der ja angeblich auch Sahne und so weiter machen kann. Also, ja, wie so Schlagsahne-mäßig. Aber nicht wirklich. Dementsprechend werden wir den auch nur noch zum Zwiebelschneiden nehmen. Dafür ist er perfekt. Genau. Aber zum Sahneschlagen werden wir wieder zum Sahne-Schütteln übergehen.
Das ist, glaube ich, einfacher, weil das lief alles da raus an den Seiten und so weiter und hat auch sehr lange gedauert. Also ich glaube, dann ist es einfacher, wenn man so eine Lock- und Lockdose hat, dann bleibt das auch da drinne, weil Sahne, die ist ja doch sehr fettig und schmiert dann. Genau, das muss ich sagen. Ja, wir werden jetzt zu unserem Weingut gehen und werden jetzt eine schöne Weinprobe machen. Deshalb so müssen wir den Kuchen essen, damit wir gesättigt sind. Genau, und dann gucken wir mal. Werden wir noch eine Runde wahrscheinlich danach Verdauungsspaziergang machen oder eher gesagt Alkoholverdunstungsstunde, würde ich das mal so nennen. Und dann werden wir danach dann Abendessen kochen. Ja, aber alles erstmal Stück für Stück. Korrekt. Und jetzt geht es erstmal zu unserem Weingut und dann nehmen wir euch nicht mit. Nein. Ja, man kann sagen, eine sehr leckere und wieder sehr erfolgreiche Weinprobe. Wir haben einige Flaschen an Wein wieder natürlich uns aufgeschrieben und dann dementsprechend kriegen wir die am Sonntag. Das wird uns dann wieder zurechtgepackt und ja, tolle Jahrgänge, also ich kann das schon wieder sagen, lohnt sich auf jeden Fall nochmal wieder vorbeizugucken und dann dementsprechend auch ein bisschen Wein wieder mitzunehmen. Was wir jetzt machen werden, ist ja ein bisschen was zu essen kochen. Heute soll es Spaghetti Bolognese geben, also recht einfach, ein schnelles Essen. Das werde ich jetzt anfangen zu kochen und der Marcel, der kann sich noch ein bisschen ausruhen und noch andere Mediensachen machen, damit wir auch wieder auf dem oder damit ihr auch wieder auf dem laufenden Stand seid, was unsere aktuellen Stellplätze oder was auch immer betrifft. Geht mir genauso. Wir sind gut gesättigt. Es war sehr lecker, aber es war auch ordentlich und mächtig. Ja, also da haben wir wieder richtig gut ein in den Magen gedrückt. Jetzt heißt es, dieses Abwandern. Wir machen nur eine kleine Wanderung, einmal hier durch den Weinreben, die links und rechts von uns stehen, die ihr auch ein bisschen ja seht. Ja, die fangen jetzt auch schon ordentlich an auszutreiben, das sind ja ein bisschen später als die normalen Bäume, also von daher, aber sieht schon sehr grün aus. Genau. Und was wir jetzt zum Beispiel sagen müssen über den Wohnmobilstellplatz hier in Rech, vor der A. Es ist ein hinter der A und ein vor der A. Ja. Und der hat sich richtig gut, der ist richtig gut voll. Ich gehe davon aus, dass auch der andere, selbst in Maischoss, sind heute alle so voll geworden. Also man merkt, die Leute wollen wieder raus. Und das ist das, was wir auch immer gesagt haben. Warum lässt man die ganzen Wohnmobilisten eigentlich eingesperrt? Weil sie sind unter sich. Die halten eh ihren Abstand. Und wir haben sehr, sehr nette Nachbarn. Natürlich quatscht man mal. Aber immer mit einer Distanz, und das hat man auch vorher. Genau. Also das ist, weiß ich nicht. Also ja. Man muss sagen, wir haben jetzt eigentlich, normalerweise haben wir nicht so viel Kontakt, aber jetzt, wenn ich allein das ansehe, was wir jetzt innerhalb dieser, allein diesen drei Tagen, ja, haben wir eigentlich immer Leute gehabt, mit denen man dann gequatscht hat. Ja. Und da muss man einfach sagen, ja, das geht mit Distanz wunderbar. Eben, sehe ich auch so. Und das kriegen auch andere hin. Genau. Und jetzt haben wir nämlich das Problem, es ist alles ruckzuck voll und kaum einer findet nochmal etwas. Also so ist natürlich Urlaub auch nicht schön. Wir haben Gott sei Dank Glück, muss man sagen, weil wir ja schon ein bisschen eher unterwegs sind und wir können ja auch woanders stehen. Also wir müssen ja nicht auf dem mobilsten Platz stehen. Stehen wir aber heute, weil wir eine Weinprobe haben. Morgen zum Beispiel stehen wir wieder ganz woanders. Da gehen wir unseren Platz, sind wir für ein Wohnmobil frei. Und wir laufen jetzt in diese Richtung, also hinter euch. Also wenn ihr euch einmal umdreht, dann seht ihr uns. Und wenn ihr uns nicht seht, ja, dann müsst ihr die Augen aufmachen. So ist es. Nach einem wunderbaren Rundgang, den wir gelaufen haben, sitzen wir wieder im Bulli schon eine ganze Weile und wir mussten tatsächlich das Ding hier schon ranmachen, weil die Sonne noch so kräftig ist. Selbst unsere Solaranlage holt noch 0,3 Watt raus. Also es ist Ampere, Entschuldigung, 0,3 Ampere. Wie gut, dass ich noch einen Technikexperten hier an Bord habe, der sich damit auskennt. Ich ja überhaupt nicht, das wisst ihr ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen Film schauen und morgen geht es dann weiter. Morgen haben wir den Plan, unseren Stellplatzguide wollen wir noch weiter drehen und wir wollen einen weiteren Stellplatzguide drehen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das alles so funktioniert. Auf jeden Fall
werden wir es noch uns richtig gut gehen lassen. Heute ist ja gerade noch Freitag, das heißt, wir haben noch 2 Tage, die wir genießen können und die ihr mit uns genießen könnt. Aber alles erst morgen. Dementsprechend kommt so eine kleine Uhr und dann sehen wir uns wieder. In dem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, guten Morgen. Wollten wir zusammen singen? Nein, genau. Nein, singen nicht, aber sagen. Ach, was für ein herrlicher Tag, kann man nur sagen. Wir haben Samstag, den 16. Mai 2020. Ich will dieses Jahr eigentlich gar nicht sagen, weil es so ein beschissenes Jahr ist, aber uns geht's ja gut. Ja. Wir stehen hier noch schön in den Weinberg, also nicht in Weinberg, sondern im Weintal, kann man ja sagen. Da sind ja noch Weinreben da oben. Ja. An der Wiese, sage ich mal, da hinten ist die A. Da ist die A. Also seht mal selber. Es ist schon sehr schön hier. Wir haben gut genächtigt, kann man sagen. Ja, doch sehr, sehr ruhig. Keine störenden Geräusche. Also das super. War also genau der richtige Platz. Also wir würden euch auch empfehlen, fahrt ein bisschen weit weg von der Straße. Da steht ihr definitiv ruhiger. Aber man hat gemerkt, die Leute wollten noch alle gestern hierher und so weiter. Also es wird hier schnell voll. Das heißt, Schlafplatz suchen ist schon hier ratsam, ein bisschen eher das zu beginnen. Gerade wenn wir die Zeit vor Christi Himmelfahrt sind, das ist ja so eine kurze Woche Pfingsten, ja. Also in der Zeit wird es eh schwierig. Aber das und Ferien ihr, auch eh. Das wisst ihr eigentlich. Was haben wir jetzt vor? Wir werden jetzt wahrscheinlich schnell einkaufen fahren, damit wir das hinter uns gebracht haben. Korrekt. Und dann werden wir weiter unsere Stellplatz Guides drehen. Richtig. Und dann melden wir uns im Endeffekt gleich wieder und dann seid mal gespannt, wie wir gespannt sind, was wir so Gespanntes gemacht haben. Genau. Da haben wir schon wieder gut was erlebt heute. Oh ja. Also haben einen netten Platzwart in Bad Bodendorf kennengelernt, der uns wirklich viele Informationen geben konnte. Zu dem Stellplatz, ne, genau. Auch was da allgemein so in der Nähe möglich ist, was die Essensgastronomie, das ist immer das Schöne. Und der Camper und so und die Warte, die also kommt man schnell in Kontakt. Genau. Ja, wir haben eigentlich jetzt 2 Videos abgedreht. Die Stellplätze oder den Stellplatzguide rund um die A. Ich denke mal, die ist was gut geworden und wir empfehlen euch das auch in diesem Video nochmal, weil wir sind ja wieder im Ahrtal. Lohnt sich auf jeden Fall, beziehungsweise hier sind wir eher in der Ahrmündung, weil so weit ist es gar nicht mehr zum Rhein. Das ist das Einzige, ob wir noch überlegen, jetzt mal runter zum Rhein zu fahren. Das denke ich, werden wir mal tun. Und werden dann auch noch Mittagspause machen. Ja, wir haben ja noch ein Stück Kuchen. Genau. Beziehungsweise momentan nur belegtes so ein Boden. Der Kuchen ist noch nicht fertig. Den muss ich noch fertig machen. Den muss ich noch fertig machen. Und weil er ja völlig durcheinander ist, also da ist noch ein Schloss zu sehen. Auch sehr schön. Ja, also man sieht den Turm, mehr sieht man nicht, aber ich denke mal, es ist schon genial hier. Aber jetzt möchte ich eigentlich so langsam doch einen Kuchen könnte ich essen. Also los geht's. Angekommen in Remagen. Genau, was keine 5 Kilometer von Zinzig entfernt ist. Eigentlich wollten wir zur Ahrmündung hier in den Rhein, aber naja, das ist gar nicht möglich. Ich finde das immer super, dass das Navi irgendwelche Sachen dann noch rausfindet. Wege sucht über Privatgelände und so. Weil dann kann, Leute, das geht so nicht. Also liebes Navi, das müsstet ihr auch mal lernen, dass das so nicht funktioniert. Also ihr Hersteller. Ja, gegenüber sehen wir Linz. Auch genau. Eine schöne Stadt am Rhein. Hätten wir der Fähre rüberfahren können, das wollen wir natürlich jetzt nicht machen. Nein. Weil wir stehen hier eigentlich ganz gut und wollen auch wunderbar gleich wirklich den Erdbeerkuchen genießen. Aber bevor vorher genießen wir noch die Aussicht, ne? Genau. Und nicht nur wir, sondern auch ihr, weil lustigerweise kommt gerade die Biene hier vorbei und dann ist es ja noch mehr Rhein-Feeling als sonst. Korrekt.